Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal zu einem Vlog. Ich habe gerade auf Instagram erzählt, ich bin so ein bisschen durcheinander. Ich muss mich erstmal komplett neu organisieren, weil Liza ist jetzt im Kindergarten und ich habe plötzlich 3 Stunden Zeit für mich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich könnte eigentlich sehr viel machen und dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich habe mich jetzt heute fürs Vloggen entschieden. Ich werde heute so ein bisschen über meine OP erzählen und ich wollte das Ganze auch verbinden mit dem Umräumen meines Kleiderschranks und Aufräumen. So ein bisschen, dann habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und habe auf jeden Fall irgendwas gemacht, weil das würde mich wahnsinnig nicht machen, wenn ich jetzt da nur rumsitze und die ganze Zeit überlege, was machst du eigentlich? Und dann sind die 3 Stunden rum. Und ich würde sagen, ich fange damit an, mich mal eben ein bisschen zu schminken und mir noch gleichzeitig einen Kaffee zu machen. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Verrückte Sachen als heute. Übrigens, das ist das letzte Mal, dass ich diese Milch hier verwende. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Skandal mitbekommen habt. Also wenn die leer ist, werde ich die nie wieder kaufen. Schade, weil die war wirklich sehr lecker. Das ist die letzte. Das ist mein Trinken für heute. Ich stelle mir das immer hin, damit ich weiß, wie viel ich getrunken habe. Das sind dann 3 Liter. Weil wenn ich das nur so zwischen Tür und Angel machen würde, dann hätte ich den ganzen Tag über Durst und würde mich fragen, was hast du eigentlich getrunken? Und ich muss das wissen, um zu verstehen, ob ich wieder zu viel Durst habe oder ob ich normal Durst habe. Ich verlinke euch mal hier das Video, was zuletzt online gegangen ist, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und ich habe es hier noch gar nicht erzählt. Ich muss gleich erstmal das Bett machen. Hier ist ein Malheur passiert. Liza hatte in einer ruhigen Minute, wo ich nicht da war, das möchte ich betonen, ich war nicht da. Alex war im Wohnzimmer. Ich meine, okay, passiert schnell. Liza hat hier mit meinen Schminksachen gespielt. Und zwar mit meinem Becker Under Eye Corrector. Man sieht es hier noch so ein bisschen. Und auf dem Teppich schön verteilt. Ich habe das mal versucht wegzumachen, aber das Mittel, was ich benutzt habe, war nicht so gut. Ich habe hier die Fasern ein bisschen kaputt gemacht. Ich glaube, das ist zu aggressiv. Deswegen werde ich da mal was anderes benutzen. Und hier auch. Da ist mir das egal. Ich bin ganz froh, weil es ist hier was. Hier hat sie ausgelassen. Gott sei Dank, ey. Stellt euch vor, das wäre auf so einem neuen Bett gewesen, ey. Ich wäre gestorben. Ich jetzt hier alles wieder abdecke, kann ich euch noch mal kurz den aktuellen Stand ungeschminkt zeigen. Also die OP ist jetzt, wie lange ist die OP her? Am 13. August hatte ich die OP, also ungefähr 4-5 Wochen. Ich schreibe jetzt mal den genauen Tag da rein, also die Tage, weil das eigentlich ganz interessant ist. Es macht nämlich extrem viele Fortschritte in den ersten Wochen. Irgendwann sieht man dann gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Also es ist jetzt noch hier gerötet. Das sieht aber gar nicht schlimm aus, finde ich, weil es wirkt so ein bisschen wie Lidschatten. Ich decke das aber ab, auch hier, weil das mir hier so zu weit runter geht von der Rötung her und das zieht mein Auge so ein bisschen nach unten. Aber an sich kann man das kaum noch erkennen. Hier so die Narbe und hier ist es gerade ein bisschen angeschwollen heute Morgen. Das habe ich aber morgens oft. Aber sonst sieht man gar nichts mehr. Es ist so krass, einfach in den Spiegel zu gucken. Und im Moment liebe ich das, so einen Eyeliner zu ziehen, weil ich das früher nicht so einfach konnte. Ich musste immer so ein bisschen tricksen und so eine kleine Treppe einbauen. Und jetzt kann ich einfach einen Eyeliner ziehen. Ich kann mit Lidschatten rumspielen, was ich früher nicht konnte. Ich habe immer versucht, meine Schlupflider oder meine, ja, das Schwere so ein bisschen zu kaschieren. Und ja, ich gehe jetzt gleich, ich schmink mich jetzt erstmal zu Ende und dann gehe ich nochmal genauer auf die Sachen ein, weil über die OP habe ich auch noch nicht gesprochen, wie das so für mich war. Und genau. Oh mein Gott, Leute, ich hatte gerade ein richtig gutes Telefonat. Ich bin gerade so glücklich, Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Also ich habe gerade
Ich arbeite an mehreren Projekten, aber ein Projekt ist so richtig mein Herzensprojekt. Oh mein Gott, mein Herz klopft gerade so hardcore. Und ich will nur nicht so viel verraten, weil ihr wisst ja, manche machen Augen und so und dann funktioniert das alles nicht. Aber ich kann euch versprechen, es kommt so etwas Geiles auf euch zu und auf mich und auf uns alle zusammen. Und ich freue mich so hart darauf. Okay, also jetzt gehen wir aber erstmal weiter hier. Ich muss jetzt so ein bisschen improvisieren, weil ich den Schlüssel nicht mehr finde. Und fange einfach an, so ein bisschen hier auszumisten, auszusortieren. Ich habe hier schon meine ganzen Sommersachen schon aussortiert, beziehungsweise nicht alles, das nicht. Die hier kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Die ist von Levis. Ich verlinke die euch mal. Die gibt es bestimmt irgendwann jetzt im Angebot. Die könnte man aber eigentlich auch nochmal mit einer Strumpfhose oder so anziehen. Egal, die lasse ich jetzt erstmal hier liegen. Die ist super gemütlich. Die ist so high-waist und so ein bisschen stretchy und total gemütlich. Das sind auf jeden Fall meine Sommersachen, die ich schon aussortiert habe. Ich muss hier auch mal aufräumen. Das ist nämlich immer ein Chaos. Ich wollte ja auch nochmal hier diese Türen besorgen, damit das hier ein bisschen ordentlicher aussieht. Und jetzt schaffe ich Platz für die Wintersachen. Ich habe übrigens schon einen neuen Wintermantel gekauft bei Zara letztens. Der ist richtig gemütlich. Verlinke ich euch unten auch in der Infobox. So, ich finde das aber ganz schön, wenn man die Ärmel so ein bisschen hochkrempelt. Das sieht, also wenn es nicht zu kalt draußen ist, immer ein bisschen lockerer aus. Und der ist echt cool. Da sind die Taschen noch zugenäht. Weiß das einer, warum man das macht? Ich weiß das nicht. Mit schwarzen Knöpfen. Das ist der Mantel. Sehr, sehr weich. Ist natürlich jetzt nicht so super dick. Von innen sieht er so aus. Und aber so für den Übergang ist der echt gut. Sehr schön. Ich liebe solche hellen Sachen. In den Keller. Das kann weg. Das werde ich nicht nochmal anziehen. Das ist eigentlich auch ein sehr schönes Kleid. Das hatte ich in Paris an. Und das ist so ein Jäckchen, das habe ich noch nie angehabt, weil das geschlossen einfach viel zu tief ist. Obwohl doch, wenn man so einen Tanktop drunter hat oder so, dann geht es eigentlich. Okay, das bleibt auch noch hier. Und das ist von Boohoo in der Größe L. Der einzige Farbklecks in meinem Schrank. Den habe ich noch nie angehabt. Und als ich die Bluse gekauft habe, fand ich die so geil. Ich kann euch das nur empfehlen, eure Sachen regelmäßig auszumisten, weil ich finde, das ist so voll die Belastung. Irgendwie ganz tief in einem drin. Genauso wie mit dem Keller. Den möchte ich am liebsten auch direkt ausmisten. Wenn man das so viele Sachen hat, die man eigentlich gar nicht braucht, das ist wie so eine Belastung einfach. Was ich euch unbedingt nochmal zeigen wollte, weil da werde ich auch so oft nachgefragt, das ist hier wirklich die perfekte Biker-Lederjacke, wo ich die her habe. Ich hatte eine noch von Zara, die zeige ich, oder ich blende die euch mal ein. Die sieht fast 1:1 so aus wie diese hier. Die ist von All Saints und die war ein bisschen teurer, aber so eine Lederjacke, das ist wirklich eine Investition fürs Leben, weil die könnt ihr rauf und runter tragen. Die geht nie aus der Mode und die geht halt immer zu jeder Jahreszeit, im Winter, im Frühling und so weiter. Deswegen, das lohnt sich und zahlt sich auf jeden Fall aus. Genau. Die kann ich euch sehr empfehlen. Also ich gucke mal, ob ich die mal online finde und dann verlinke ich die euch in der Infobox. Also die ist echt Gold wert, so eine geile Jacke zu finden. So ihr Lieben, kommen wir zu meinen Augen. Und das ist ja eigentlich auch der Grund des Videos überhaupt gewesen. Ich hatte das Ganze auf Instagram schon geteilt und auch schon sehr viel erzählt. Ich hatte da diesen ganzen Verlauf auch gepostet, aber so richtig ins Detail bin ich da noch nicht gegangen, weil da auch einfach immer die Zeit fehlt bei diesen Snaps, die man da machen kann. Und deswegen nutze ich jetzt YouTube, um so ein bisschen genauer darauf einzugehen und euch noch so ein paar Fragen zu beantworten, weil einige hatten auch gefragt, so warum ich das denn jetzt schon mache. Ich wäre ja noch so jung. So jung bin ich eigentlich gar nicht mehr. Aber es gibt gar kein spezielles Alter, wo der Arzt sagt, so das macht keinen Sinn mit 20 oder das macht
das macht erst Sinn mit 40 oder 50. Das ist ja nicht der Fall, weil man kann ja auch mit Schlupflidern geboren werden. Und ich hatte auch immer schon sehr, sehr viel Haut an meinem Auge. Das hat sich immer dahinter versteckt. Aber im Laufe der Jahre wird das natürlich auch nicht weniger und es wird irgendwie immer mehr. Und in den letzten Wochen oder Monaten, kann man sagen, ist mir das extrem aufgefallen. Das hat mich einfach jeden Tag so enorm gestört, weil man merkt das ja, wenn man sich schminkt und man guckt ja auch immer in den Spiegel und ich werde ja auch immer durch Instagram und so mit meinem Spiegelbild konfrontiert und da fällt einem das einfach auch noch mehr auf. Aber das wurde auch abends immer schwerer, also je mehr Feuchtigkeit aus der Haut rausgegangen ist. Morgens hatte ich immer ein angeschwollenes Gesicht, da war es gar nicht so schlimm. Aber abends wurde es dann immer schwerer und schlimmer und ich habe immer wie so einen Schlafzimmerblick gehabt und mir auch fiel das auf Augen aufhalten immer schwerer. Und wobei mich da die Haut eigentlich immer schon gestört hat. Ich musste immer so eine Stufe einbauen, wenn ich mal Eyeliner gezogen habe oder so. Ich konnte nie wirklich mit Lidschatten so experimentieren. Ich musste immer so ein bisschen, also ich habe immer versucht, so ein bisschen zu kaschieren, dass man das nicht so dolle sieht oder meine Augen auch so ein bisschen wacher aussehen. Und ja, mittlerweile, ich muss sagen, ich liebe das Ergebnis, immer morgens in den Spiegel zu gucken und so. Ist schon eine krasse Veränderung. Also kommen wir mal zu der OP, weil da hatten auch einige nachgefragt. Also meine größte Angst war, dass ich mich nicht wiedererkenne am Ende und dass ich meine Augen nicht mehr schließen kann, weil das ist so das größte Risiko, was man eingeht, wenn man zu einem keinen guten Arzt geht, dass er einfach zu viel Haut wegschneidet oder Muskel. Bei mir wurde tatsächlich auch was vom Muskel abgeschnitten und ich konnte mir das am Ende der OP auch angucken. Also er hat mich gefragt, ob ich sehen möchte und ich habe gesagt, erst nein, aber dann habe ich drüber nachgedacht und gedacht, komm, wann siehst du sowas schon mal, außer im Fernsehen. Und das war ekelhaft, aber war jetzt nicht so schlimm. Okay, kommen wir zu dem Tag, an dem, als die OP war. Ich war natürlich nervös, aber ich war positiv nervös. Ich hatte mich extrem gefreut. Alex hat mich hingebracht, die Kinder waren bei Oma und Opa. Und aufgehalten habe ich mich beim Arzt 4 Stunden. Also die OP wird ambulant gemacht und es ist auch nur eine örtliche Betäubung. Also ich war nicht komplett weg. Und davor hatte ich Angst, weil ich bin so ein totaler Kopfmensch und für mich spielt sich immer alles im Kopf ab. Also ich habe richtiges Kopfkino und davor hatte ich einfach Schiss. Ich habe mich dann aber während der OP auf die Musik konzentriert. Also er hat Musik angemacht, also Radio, und mich versucht abzulenken. Das hat auch ganz gut funktioniert beim zweiten Auge, beim ersten Auge nicht so gut. Da das zweite Auge war generell irgendwie besser, das ging schneller und konnte mich halt wesentlich besser ablenken, weil ich schon wusste, was passiert. Also das eine Auge hat 30 Minuten gedauert, das andere hat auch 30 Minuten gedauert. Die ganze OP hat also 1 Stunde gedauert. Das Einzige, was ich wirklich schlimm fand, oder was heißt schlimm, ich will hier niemandem unnötig Angst machen, aber wenn man das will man das sowieso, dann nimmt man das auch in Kauf, würde ich sagen. Also die Betäubung, die habe ich gemerkt und die war sehr unangenehm, weil man so merkt, wann es taub wird, aber das ist halt immer so, ne? Egal welche Betäubung. Ich finde die Betäubung beim Arzt auch am schlimmsten. Das Bohren an sich finde ich gar nicht so schlimm. Also die Betäubung war unangenehm, weil man so gemerkt hat, wie das so reinfließt und dann so taub wird. Und da habe ich dann Angst um mein Auge gehabt. Aber wenn man auf dem OP-Tisch liegt und so das über sich ergehen lässt, denkt man auch kurz, okay, ich fühle mich gerade wie in so einem Horrorszenario. Es war auszuhalten, weil die Vorfreude einfach wesentlich größer war. Genau, das ging eigentlich auch alles relativ schnell vorbei. Also 4 Stunden wegen Einzeichnen und Vorgespräch, Fotos machen und so weiter. Zu Hause hatte ich auch gar keine Schmerzen. Ich war einfach mega froh, dass ich es hinter mir hatte. Er hatte mir auch Schmerztabletten mitgegeben und Traumehl, um die Schwellung schneller wegzubekommen. Ich hätte provisorisch Schmerzmittel genommen, aber hätte ich gar nicht nehmen brauchen, weil ich hatte keine Schmerzen. Natürlich habe ich das gemerkt und es war auch Spannung auf dem Auge, aber es war nicht schlimm. Ich habe dann auch in der ersten Nacht durfte ich jetzt nicht, also er meinte, ich sollte auf jeden Fall ein bisschen höher liegen, damit das alles schön abfließen kann. Und genau, und das habe ich dann auch gemacht. Es wurde dann auch relativ schnell blau und läuft dann halt hier so runter und dann verläuft das und irgendwann sieht man da nicht mehr so viel von. Ich finde, ich habe jetzt hier auch noch so leichte Schatten, aber die kann man jetzt auch abdecken. Ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr Concealer drauf machen, dann ist es nicht schlimm. Einige hatten auch gefragt, wie viele Tage sie sich jetzt krank schreiben lassen würden, also was ich empfehlen würde. Ich würde sagen, so 2 Wochen hat man die Färbung auf jeden Fall krass gesehen. Und ich würde sagen, so nach 2 Wochen kann man es abdecken gut, wenn man jetzt keine Lust hat auf die Fragen im Büro oder so. Die Färbungen haben mir jetzt nicht so viel ausgemacht im Alltag. Das Einzige,
Wo ich mir Gedanken gemacht habe, ist, dass die Leute, wenn die mich gesehen haben, schockiert waren und dachten, ich hätte was ganz fürchterliches, Schlimmes erlebt. Ich habe dann immer den Leuten gesagt, so alles gut. Also zum Beispiel dem Postboten oder dem Nachbarn, der mich komisch angeguckt hat, habe ich gesagt, alles gut, ich habe keine Schmerzen und ich hatte eine Augen-OP. Die Leute gucken einen dann schon erschrocken an und so voller Mitleid. Und das war das Einzige, wo ich dann so mir auch tagsüber so eine Brille aufgesetzt habe, eine Sonnenbrille oder so, weil ich die Leute einfach nicht schockieren wollte. Aber so an sich sind mir die Blicke egal. Die Leute haben das sowieso nachher wieder vergessen, ganz schnell. Und irgendwann denkt da sowieso keiner mehr dran. Deswegen macht euch da eigentlich auch nicht so viele Gedanken, was die anderen denken. Nächste Woche habe ich nochmal den zweiten Kontrolltermin. Der erste, genau, die Fäden wurden gezogen nach 3 Wochen ungefähr oder nach 2, weiß ich jetzt nicht mehr. Das tat auch nicht weh. Das war, also ich habe mich extrem gefreut. Er hatte ja auch hier ein Pflaster drauf geklebt gehabt, dass da kein Wasser dran kommt oder keine Bakterien. Und also 2 Wochen kein Schminken. Man könnte schminken, aber er sagte, du musst extrem vorsichtig sein mit dem Abschminken. Deswegen lass es lieber. Und ja, an sich, jetzt schminke ich mich auch. Ich decke das auch so ein bisschen noch mit Concealer ab, weil es halt noch rot ist und man das so sieht. Aber nicht schlimm, es sieht halt aus wie Lidschatten. Und ja, an sich, ich liebe das Ergebnis. Ich kann jetzt wieder so mit Lidschatten spielen und mit Eyeliner ziehen. Und ich fühle mich auch nicht fremd, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich finde es einfach nur krass, weil das so die Haut einfach weg ist. Und er hatte das auch hier so bis hier hochgezogen. Also es ist nicht nur in der Lidfalte, sondern auch so ein bisschen so bis hier. Deswegen ist wahrscheinlich auch was vom Muskel weg oder so. Ich weiß es nicht. An sich würde ich es auf jeden Fall wieder machen. Das ist keine schlimme OP gewesen und kein... Es ist halt langwierig, weil es im Gesicht ist und weil es jeder sieht und immer die ganzen Fragen und so. Aber an sich würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu der OP oder so, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Im nächsten Video wird es um Fashion gehen. Ich habe hier schon 100 Pakete. Ich habe so ein bisschen geshoppt für den Herbst. Und hatte ich ja schon erzählt, ne? Genau, ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe, weil es gestern war. Und genau, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Ciao! Fühlt euch geknutscht und lasst es euch gut gehen und nicht ärgern. Ciao!